Hallo und willkommen zu einem neuen Kochvideo. Dieses Mal machen wir Spiegelei oder Rührei fürs Frühstück. Ja, also das ist jetzt ein verbesserter Teil, nicht so wie das letzte Mal, da wo ich noch die hellblaue Brille gehabt habe. Okay, ja, fangen wir an. Wir brauchen zwei Eier. Aber die meisten haben ja keine. So wie ich ein paar von den Leuten, die das jetzt gerade anschauen, kenne. Ja, dann machen wir mit den Eiern, wir schlagen sie auf in irgendeine Schale rein. Und wir brauchen noch eine Gabel. Also wir schlagen die auf. Nachdem wir das gemacht haben, nehmen wir den Salzstreuer. Wir machen den auf. Schauen, dass es die richtige Seite ist, sonst versalzen wir den ganzen Scheiß. Dann salzen wir. Dann nehmen wir Pfeffer. Dann von mir aus noch eine geheime Prise meines komischen Pulvers, meines Weißen. Ja, jetzt nehmen wir uns ein bisschen Milch. Nachdem wir das haben, wischen wir zuerst auf, was wir angerichtet haben. Nachdem wir das erledigt haben, nehmen wir die Gabel. Nehmen wir das Ei und machen so. Und das für 15 Minuten. Während wir das Ei machen, möchte ich noch ein paar Leute grüßen. Grüße an Benji Fischer. Danke für dein Follow. Dank dir habe ich jetzt 567 Abonnenten statt 566. Danke. Ja, das Ei ist bereit. Kümmern wir uns jetzt um die Pfanne. In die Pfanne tun wir rein ein Stückchen Butter oder ein bisschen Maiskeimöl oder wie auch immer dieser. Was hast du in der Regie? Ja. Davon tun wir nur ganz wenig rein, weil wir sonst verfetten. Dann schwenken wir die Pfanne ein bisschen. Und erhitzen die Pfanne. Wenn möglich noch Speckwürfel oder Speck reintun. Das wäre das Beste. Das habe ich jetzt nicht ironisch gemeint. Den Herd erstmal auf die höchste Stufe stellen, damit sich das Öl, dass das Öl dann so flüssig ist, dass man es, dass wenn es tropft und es aufkommt, nicht mehr vorhanden ist. Also warten wir. Im Wartevorgang wäre es sehr angenehm, wenn ihr auf den roten Knopf unter dem Video drücken würdet, die Glocke aktivieren würdet und ein Like geben könnt. Von mir aus könnt ihr auch ein Dislike geben, ist mir scheißegal. Aber Like wäre besser. Danke. Koks. So, nachdem das Öl jetzt so flüssig geworden ist, wie vorher beschrieben, holen wir jetzt das schon zermörserte oder zerhäckselte Ei. Dass wir mit unseren eigenen Händen zerhäckselt haben. Ja. Ich liebe meine Abonnenten. So, und jetzt knallen wir es drauf. Noch nicht heiß genug. Yay, wieder was zum Abwaschen.
Zu viel Öl. Hätte doch lieber was anderes machen sollen. Seit wann ist das blau? Wurscht. Nachdem wir es so wunderschön durcheinander gemengt haben, wird es auf einem Teller mit Schnittlauch serviert. Womöglich noch Tomaten und Gurken dazu. Und wird es an den Kunden verfüttert. Und wenn der es nicht frisst, komme ich persönlich vorbei und hau ihn so an, ihr seid fressen, dass er pfeffert. Dass er fliegt. Sorry. Wie gesagt, die Ruhe in Person. Ihr müsst das Ei so zerhäckseln, als wäre es Kaiserschmarrn. Die Leute, die Kaiserschmarrn gemacht haben, wissen, was ich meine. Nachdem ihr das Ei zusammen gemengt und gehäckselt habt, sollte es so aussehen. Wenn es nicht so aussieht, sondern noch flüssiger, wäre es ratsam, auf die höchste Stufe des Herdes zu stellen und nochmal draufzustellen. Wenn es so ausschaut, nur etwas dunkler und schwärzer und es raucht, wäre es gut, das Ganze wegzuschmeißen, weil das ist dann giftig. Und wenn es nicht so ausschaut, sondern etwas schwärzer und so kleine Flammen hochgehen, wäre es ratsam, einen Feuerlöscher zu nehmen und das Ganze zu löschen. Wer das nicht tut, ist geistig eingeschränkt. So wie die meisten meiner Follower. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, Kochvideo. Das wird wahrscheinlich dieses Bolognese sein oder so. Ist mir egal, was ihr darüber denkt. Ist mir scheißegal, was ihr kommentiert. Kommentar werde ich trotzdem zurückhalten. Lasst ein Abo da. Gebt dem Video ein Like. Aktiviert von mir aus auch die Glocken. Noch einmal danke an Benji Fischer. Wir sehen uns morgen.